Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Crafter hier bei Heisenberg zockt. Ach, ein Bettchen, das ist schon was Schönes. Ja, wenn es jetzt noch funktionieren würde, habe ich in den letzten Videos schon angesprochen. Ich hoffe wirklich darauf, dass die Entwickler hier irgendeine Funktionalität einbauen. Eben, dass man Kräfte sammelt oder einfach, dass man sich hinlegen kann. Hier kann man sitzen und so weiter. Das wäre schon sehr angenehm. Gut, was machen wir? Wir suchen zuerst mal einen Samen. Und wisst ihr warum? Genau, weil ich habe ein Dingens hingestellt und da habe ich nichts reingetan. Jetzt bin ich aber nicht ganz sicher, was da genau rein muss. Ja, nö. Ist ja nicht klar. Ein goldener Samen. Es ist eigentlich... Ja, Oder wir nehmen sowas. Wir nehmen eine Orema-Pflanze. Hier ist immer noch eine Larve. Da möchte ich auch nochmal... Da gucken wir nachher schnell. Ich möchte nochmal irgendwie so ein Dingens herstellen. So ein Schmetterling-Ding. Weil wir haben ja die Schmetterlingskuppel. Oh, wisst ihr, was natürlich auch noch ist bei der Schmetterlingskuppel? Finde ich eigentlich gut, dass wir die jetzt separat irgendwo da hinten hingebaut haben. Wir können ja mal schnell gucken. Bin ich halbwegs gesund im Sinne von, ja, hier hinten ist die Schmetterlingskuppel. Fliegt mein kleiner Freund? Er fliegt wieder nicht. Da, die ist ja unabhängig von der Basis und das ist gar nicht so schlecht. Wisst ihr warum? Ganz einfach, weil wir müssen hier nie mehr hin. Also hier drin gibt es nichts zu tun, außer dass hier die Schmetterlinge sind. Und das war halt hier, wir können schnell gucken, nochmal Platz frei haben. Das heißt, hier kommt dann nochmal was rein. Und da können wir im Prinzip die künftigen Schmetterlingskuppeln und auch irgendwelche anderen Kuppeln, so Bioteile oder die, oder was wir da noch haben, können wir einfach hier ranhängen. Und was auch noch eine schöne Idee war, hier irgendwie mit den Elementen eine Brücke bauen, nach da hinten. Wäre natürlich auch mal noch was. Dann könnten wir trockenen Fußes nach da hinten. Können wir natürlich sowieso, wir haben so Jetpack. Aber irgendwie hätte es doch auch was Nettes. Ja, wir schauen. Wir haben so viel zu tun. Jetzt muss ich als erstes gucken, dass ich... Wo habe ich denn... Jetzt geht das Gedrehe los. Wo habe ich denn gleich nochmal das andere Teil hingestellt? Da, ach doch, hier hinten irgendwo. Also diesen Saatgutstreuer. Das Ding müsste irgendwo hier hinten sein. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche... Was bist du gleich nochmal? Du bist ein Bohrer. Okay. Hier. Kann es sein, dass hier nichts drin ist? Tatsächlich. Kommst du da rein? Jawohl, dann gibt das hier ganz schöne Sachen. Sehr gut, dann haben wir das nämlich auch gemacht. Dann würde ich jetzt gerne zurückgehen und schauen, dass wir mal noch ein paar Raupen verbraten. Das klingt bösartiger, als ich es meine. Weil wir werden da nichts verbraten, sondern einfach nochmal irgendwie Schmetterlinge gerne herstellen. Mal gucken, welche. Wahrscheinlich, ich würde schon sagen, die effektivsten. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Ah, die Fische. Zu den Fischen kommen wir dann, glaube ich, schon bald mal. Also, es sollte nicht mal allzu lange dauern. Ich weiß aber gar nicht, ob die tatsächlich schon integriert sind hier. Aber wenn ja ein Patch kommt, ein Update, dann sollten die Fische wahrscheinlich drin sein. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, die effektivsten würde ich gerne machen hier. Von den Schmetterlingen, die wir haben. Hier haben wir die Station. Wenn wir hier schnell schauen. 500er. Hier bei der Liux-Larve. Die haben wir aber noch nicht. Haben wir hier mal eine Liux-Larve? Ich habe andere Sachen, glaube ich, gemacht. Die hätte ich gerne. Eine seltene Mutagen und Dünger. Eine seltene Mutagen und Dünger. Was haben wir denn an Bord? Eine ungewöhnliche. Okay, wir brauchen aber eine seltene, haben wir gesagt. Larven, Larven, Larven. Haben wir hier. Selten. Da haben wir selten. Dann kommst du rüber. Dann können wir dich sozusagen hier benutzen. Brauche ich ein Wässerchen? Ja, gönnen wir uns auch gleich mal noch. Was mache ich eigentlich mit den Sachen, die ich hier habe? Keine Ahnung. Habe ich auch mal irgendwie ausgepackt aus irgendeinem Grund. Also, was habe ich jetzt gesagt? Eine seltene Larve. Dann brauchen wir... Oh, jetzt wollte ich nochmal gucken gehen. Gibt es doch nicht. Vor lauter wieder irgendwas anderes machen. Na gut, wir haben Zeit. Wir sind nicht auf der Flucht. Mutagen und Dünger. Ich glaube, Mutagen haben wir keinen mehr. Oder keins mehr. Mutagen ist... Ne. Schwefel. Ich habe doch gerade Schwefel irgendwie... Oh, Moment. Nein, hier schnell. Ah, hier schnell rein. Ich habe keinen Schwefel an Bord. Ne, Uran war es. Naja, gut. Also, die Suche nach Mutagen. Haben wir nicht, aber wir brauchen dafür, glaube ich, eine Bakterienprobe mit Sicherheit. Ich kann nochmal schnell gucken gehen. Jetzt muss ich wieder noch gucken, was wir hier brauchen für Kollege Mutagen. Jawohl. Eigentlich haben wir alles, außer ausgerechnet Schwefel. Da waren wir doch gerade. So, einmal Schwefel rüber. Wieder zurück. Und einmal Mutagen gebastelt. Sauber. Und da brauchen wir noch Dünger, habe ich, glaube ich, gesagt. Ich glaube, den einfachen Dünger.
Wäre der hier, dann müssen wir hier doch tatsächlich bereits diesen Schmetterling züchten können. Dauert natürlich wieder ein Momentchen, das ist klar. So, nochmal schnell gucken. Jawohl, Liuxlarve, da haben wir alles. Dann machen wir zack das Ding hier rein. Wäre das, das und die seltene. Forschen. Einleiten. Sehr gut. Dann haben wir dafür da hinten dann für das andere Dingens tatsächlich einen weiteren Schmetterling. Dann hieß es noch, ich habe eine Superlegierung vergessen. Ja gut. Irgendwo auf dem Raumschiff. Wegen dem würde ich jetzt da nicht mehr hin. Das können wir machen, wenn wir da sowieso wieder mal hingehen. Ich würde jetzt aber gerne nochmal kurz. Kurz ist gut. Einen fetten Bohrer irgendwo hinstellen. Da brauchen wir UI6 Superlegierungen und dreimal Osmium. Aber Superlegierungen haben wir. Da können wir im Prinzip dann auch nochmal kurz gucken. Ob wir da schon wieder was extrahiert haben. Ja, da haben wir problemlos 6 Stück. Das sind 4, das sind 6. Waren 6? Kann ja nochmal gucken, kostet ja nichts. Wo ist mein Bohrer? Ja, 6 Stück und 3 Osmium. Osmium haben wir glaube ich auch. Genug, dachte ich. Jawohl, 3 Stück. Okay, einmal Bohrer und dafür werden wir jetzt mal ein bisschen verreisen. Verreisen im Sinne von, wir nutzen den Teleporter und düsen mal zur Superlegierung. Da sind wir in der Höhle drin. Gehen raus. Wenn ich den Ausgang finde, hier hinten ist er, glaube ich. Nee, ist genau die falsche Richtung, Halleluja. So, einmal hier durch. Ich verirre mich in der Höhle, gibt's da nicht, come on. Hier, da ist der Extraktor. Wo geht's denn hier raus? Hier? Das ist schon gut versteckt hier. Da ist der Ausgang. Jetzt habe ich ihn gefunden. So, sehr gut. Nee, doch nicht. Aber hier zwischendurch. Jawohl, jetzt. Hier haben wir noch ein Sauerstoffding. Auch gut. Und da würde ich hier mal einen Bohrer hinstellen. Ganz einfach, weil wir das können. Bohrer, Bohrer, Bohrer. Der möchte gerade nicht. Hier geht's. Zack. Okay. Energie müssen wir immer noch genug haben und das hilft uns natürlich jetzt auch wieder. Eine gemeine, eine ungewöhnliche. Ich würde mal die ungewöhnlichen noch mitnehmen. Aber irgendwie die Larvenvermehrung ist schon auch auffällig. Also wir finden bedeutend mehr Larven, seit wir mehr als zu viele haben. Oder mehr als genug haben. Bist du nochmal ungewöhnlich? Ja, ungewöhnlich würde ich tatsächlich nochmal nehmen. Aber eben, unser Schrank ist voll. Eben, wir finden bedeutend mehr Larven, seit wir wirklich genug haben. Wie vorher. Waren wir hier hinten eigentlich schon mal wieder? Halt, wisst ihr was? Ich kann doch, wenn ich ja eh gerade hier bin, hier nochmal kurz zack rein und auftanken. Kurz raus. Und auf dem Weg nach da hinten können wir noch einen Schluck trinken. Und dann schauen wir da nochmal kurz rein. Oder war ich da gerade? Also wenn ich da gerade war, dann wären dort wenigstens, oder wäre dort wenigstens die Superlegierung, die ich vergessen habe. Ja, ne, hier waren wir schon mal. Ja, logisch waren wir hier schon mal. Oh, okay. Ei. Liermasam. Hier waren wir, oder wie soll ich sagen, hier unten waren wir schon mal, haben die Kiste gefunden. Warum habe ich denn die Sachen da nicht mitgenommen? Sind ja alles brauchbare Dinge. So, zerlegen. Moment. Eis nehmen wir auch mal mit. Liermasam haben wir genug. Shanga-Samen nehmen wir mal mit und gucken mal schnell. Shanga, Shanga, Shanga. 150, ja, ja, kann man machen. Eine gemeine Larve? Nö, du musst bleiben. Also, das hat sich doch gelohnt, hier runter zu gehen. Immer interessant, dass die Sachen da liegen und hier die Kiste aber trotzdem nicht vernünftig geplündert ist. Wahrscheinlich hatten wir halt tatsächlich wieder irgendwie den Rucksack zu voll. Würde ich mal behaupten. So, ich guck mal hier, ob nicht irgendwo noch eine Kiste rumliegt, weil wir haben beim letzten Mal auf einem Raumschiff. Flieg mal. Warum komme ich denn da nicht rauf? Irgendwie fliegt wieder nicht mehr. Jetzt fliegt er wieder. So, aber darauf möchte er trotzdem nicht. Warum möchte der da nicht rauf? Gibt's doch nicht. Das ist sehr ärgerlich. Wahrscheinlich liegt genau da eine Kiste. Eben, wir haben das letzte Mal auf einem Raumschiff droben. Selten. Tatsächlich eine Kiste gefunden. Ja gut, ich lasse es, weil das, also das mit den Raupen, das können wir uns tatsächlich schenken. Wir haben dermaßen viele Raupen jetzt. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn mehr. So, und ich denke, wenn wir jetzt zurückdüsen, da kommen vielleicht noch ein paar Sachen runter. Dann können wir tatsächlich den Schmetterling noch einpflanzen. Das ist natürlich auch schön. Ist hier noch irgendwie was? Weil es wird auch in den Kommentaren immer mal wieder empfohlen. Heißt, ich guck mal nochmal in die anderen Wracks rein. Du hast da
bei Weitem noch nicht alles gefunden. Ja, das heißt, das müsste man da mal noch machen. Hier ist doch auch so eine Kommando-Ding. Oh, kann es sein, dass hier sogar diese Wand ist, die wir zerklöppeln können. Lass mich mal hier reingehen. Wenn ich es schaffe, irgendwie hänge ich gerade. Jetzt. Ja, die Frage ist halt, welche Wand? Also was können wir hier tatsächlich kaputt machen, dass wir reinkommen? Weil das ist schon eine Kommandozentrale. Und wir haben ja was gefunden. Tatsächlich dahingehend eben, dass irgendwo eine geheime Wand ist, die wir einreißen können. Ja, hier oben wahrscheinlich nicht. Wie komme ich denn da hin gleich nochmal? Hier nicht. Hier auch nicht. Hier ist aber auch keine Wand. Gut, mit Fliegen müsste ich hier eigentlich raufkommen. Jawohl. Ja, ich bin der Meinung, wenn hier eine Wand wäre, die wir einklöppeln könnten, dann müsste die irgendwie gekennzeichnet sein. Dahingehend, dass man das halt erkennt. Weil ich kann nicht jede... Das ist eine grüne Raupe. Was bist du denn? Das gucke ich mir gleich mal an. Weil ich kann nicht jede Wand hier komplett absuchen. Also das macht gar keinen Sinn. Da ist man ja Jahre beschäftigt mit Wände absuchen. Oder übersehe ich was? Nee, also irgendwie... Nee, ich würde sagen, ich übersehe nichts. Hier ist auch nichts. Gut, aber was war das gerade nochmal für eine grüne Larve hier? Eine Schmetterlingslarve. Das ist eine fertige. Okay, wo kommt die denn her? Jetzt haben wir eine fertige gefunden. Allerdings eine grüne, ich glaube, die ist nicht so ergiebig. Boah, Insekten von mehreren 600. Ui, oh doch, die ist sogar sehr ergiebig. Huiuiui, okay. Ja, dann haben wir, dann müssen wir nochmal ein Dingens bauen. Wisst ihr was, wir düsen zurück. Ich gehe nochmal kurz zum Sauerstoff. Wenn ich ihn finde, wo habe ich jetzt den Sauerstoff hingestellt? Weil dann bauen wir nochmal eine Schmetterlingskuppel. Jetzt hätte ich fast gesagt Schmetterlingskuppel, wisst ihr warum? Ja, diese eine Serie, ich weiß nicht, das habe ich im Stream schon mal gesagt. Zucker. Zucker auf, oder im Schweizer Fernsehen. Ja, muss ich nicht erklären. Wenn ihr wisst, warum ich Schmetterling gesagt habe, dann kennt ihr die Serie. So, nein, die heißen aber nicht Schmetterling, die heißen Schmetterling tatsächlich. Immer auch mit. Kobalt haben wir chronisch zu wenig. So, und dann bauen wir nochmal eine schöne Kuppel. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Ist immer schön, wenn die Basis ein bisschen wächst. Und wenn hier so viel Kobalt ist, nehme ich das mit, weil davon haben wir tatsächlich eher immer ein bisschen zu wenig, weil wir es auch nicht massiv brauchen. Tatsächlich ist aber der Inventar voll. Das heißt, wir düsen mal ganz zurück. Hier in den Seen drin war ich schon überall. Ach, ich hätte natürlich jetzt auch einfach natürlich den Teleporter wieder nehmen können. Das wäre natürlich jetzt auch eine Option gewesen. Aber mein Gott, auch mal wieder ein bisschen über die Landschaft düsen ist ja auch nicht so schlecht. Am Schluss wird man völlig faul und macht gar nichts mehr. Man bewegt sich ja keinen Meter mehr. So, und jetzt muss ich schnell gucken. Dieser eine Schmetterling, den wir da im Prinzip produziert haben. Oder Moment, jetzt muss, nee, ich muss schnell gucken. Ich weiß nicht auswendig, wie viel Prozent der gerade hatte. Ob der sozusagen besser ist wie der, den wir jetzt gefunden haben. Keine Ahnung. Ich würde aber sagen, wir laden zuerst mal ab, was wir hier gefunden haben. Das wäre wahrscheinlich cleverer. Das wäre mal sicher Kobalt gewesen. Hier schnell sortieren. So, alles weg. Dann haben wir Eis gefunden. Das hatten wir mal irgendwie beim Food drin. Also noch Platz hatten. Ich kann ja was essen. Einmal dich und dann einmal Eisen. Eis rüber. Iridium haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Bei den Raupen haben wir keinen Platz. Superlegierungen haben wir keine. Ja, aber diese Stäbe, die können auch weg. Die haben wir ja gerade noch in der Kiste gefunden. Mhm, denkst du, die Stäbe können nicht weg? Ja, wir haben überall überzähliges und. Samen und Kerne. Stäbe haben wir nicht nochmal irgendwo hingemacht. Ja, hier würde noch ein so ein Teil reinpassen. Ja, aber Schwefel haben wir jetzt auch wieder. Ja, ich möchte mal den Rucksack tatsächlich mal irgendwie leer haben. Also nicht leer, aber wirklich nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Sachen noch dabei, die uns dann daran hindern. Jetzt ist ja wieder voll. Die uns daran hindern, dann andere Sachen mitzunehmen. Hier war doch nochmal ein Schwefelschrank. Ich habe ihn doch gesehen. War das hier hinten? Da. Ja, und hier passen die definitiv rein. Und dann haben wir hier die ganzen Stäbe. Wie sieht das hier hinten aus? Aluminium, Silizium. Ihr ahnt, was passiert. Genau, Stäbe. So, machen wir die hier rein. Das hätten wir. Dann haben wir ja wieder noch Samen. Wir haben noch
Osmium, einmal rein. Methankartuschen, die können eigentlich auch zu den Stäben. So, dann sollten wir eigentlich alles wieder finden. Dann haben wir noch Silizium und Eisen, das kommt weg. Wobei, eigentlich doof, weil wenn wir ja jetzt noch so ein Dingens bauen wollen, so ein Schmetterlingskollegen, was brauchen wir da gleich nochmal? Alles möglich, aber keine Eisen. Gut, dann kann das Eisen, das habe ich schon drüben. Au, jetzt habe ich einen Siliziumschrank eben auch hier hinten, genau, damit wir dort in die Wohnung reinkommen. Es wird nicht einfacher, man sieht schon. Food haben wir halt auch in rauen Massen, da gucke ich nochmal schnell, ob ich da noch was loswerde. Hier nicht, hier auch nicht und sonst haben wir, glaube ich, keinen Foodschrank mehr. Na gut, dann essen wir dann halt nochmal was. Ich gehe mal schnell raus, so, damit wir hier kurz was getrunken haben, die Leiter wiederfinden. Und, nee, dann schauen wir mal kurz zum Insekten, zum Schmetterlingsding. Wo hatte ich jetzt gleich nochmal das? Jetzt habe ich schon wieder Orientierungsschwierigkeiten. Nämlich hier vorne, dann links. War das hier? Jawohl. Schauen wir mal schnell hier rein. Beziehungsweise hier. Jawohl, 230 haben wir ja bei der Panga-Larve. Ja, dann ist für mich klar, dass wir die hier nehmen. Gut, Schmetterling. Aber die werden wir auch verbraten, weil wir nochmal so ein Teil bauen. Jetzt gehen wir aber zuerst raus, würde ich vorschlagen. Wenn ich es hinkriege. Jetzt hab ein Duster. Gehen in die Schmetterlingskuppel. So, hier hinten. Und werden da die andere, die 600er reinhauen. Oh, da haben wir aber einen guten Fund gemacht. Das ist ja wirklich relativ extrem hier mit dem Teil. Zack. Wie sieht das aus? Jawohl, da flattert es wunderbar. Gut, dann hätten wir das. Dann würde ich sagen, wir gucken nochmal schnell. Wir brauchen Dünger, Dünger, Baumrinde. Ja, das müsste zu schaffen sein. Dünger, Dünger, Baumrinde. Kann ich hier rein? Geht nicht. Jetzt. Dünger, Dünger, Baumrinde. Dünger, dann Dünger 2. Baumrinde, wissen wir, gibt es hier hinten in rauen Massen. So, Baumrinde rüber. Dann nochmal schnell kurz gucken. Zeolit und zwei Superlegierungen. Le Superlegierung, se easy. Zweimal. Und Zeolit ist hier hinten. Jawohl, einmal. Dann müssen wir das bauen können. Sehe ich das richtig? Jawohl, das sehe ich sogar sehr richtig. Jawohl, nee, jetzt bin ich falsch. Aber hier haben wir zwei hier drin. Moment. Ja, hier sind zwei drin. Sehr gut. Zack, raus. Hier ging es nach draußen. Einmal hier rüber. Und jetzt gucken, ich würde hier vorne den Eingang lassen. Ganz klar. Oh, da fällt mir noch was anderes ein in Sachen Eingang. Werden wir uns gleich noch ansehen. Aber erstmal den Kollegen hier rannageln. Rantackern. Zack. Sauber. Fliegt natürlich ein bisschen. Ich würde jetzt aber nicht alles mit Gestellen hier voll machen. Das bringt eigentlich nicht viel, finde ich. Das kann fliegen. Das ist modern. So, einmal hier durch. Dann hier rein und dann zack dich rüber. Jawohl, dann haben wir hier die nächsten Schmetterlinge und jetzt haben wir hier noch einen Slot frei. Und wo wir doch jetzt gerade bei Türen waren, würde ich gerne nochmal zurück in die Base. Da gab es nämlich einen guten Tipp, dass man in der Base selber eben auch... Was soll ich da hinten doch ein paar Gestelle machen? Was kosten die kleinen mal? Wir haben ja so viel Zeugs. Eisen. Okay, ein, zwei mache ich. Jetzt mache ich aber zuerst eine Tür. Und zwar Eisen, Titan, Silizium. Ihr ahnt vielleicht eh schon wo. Eisen, zack, Titan, Silizium. Oh. Hier ist leer, wir haben kein Titan mehr. Ach komm. Naja gut, finden wir. Ach nee, das ist ja da. Moment, jetzt muss ich schnell gucken. Jetzt kriege ich ein Durcheinander. Doch, wir haben tatsächlich kein Titan mehr. Das sehe ich soweit richtig. Aber Silizium haben wir noch. Haben wir ja gerade gefunden. Das war hier hinten. So, einmal, zweimal rüber. Dann schnell gucken. Ne, was wollte ich jetzt bauen? Die Tür, genau. Ja, wir haben kein Titan mehr. Gut, das heißt, ich düse mal schnell raus. Der Inventar ist okay. So, und dann gehen wir hier mal kurz zum Extraktor und hoffen, dass wir hier Titan drin haben. Hier waren wir ja auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Ganz einfach, weil wir die Sachen eigentlich gar nicht brauchen, die wir hier sozusagen kriegen. Wo haben wir denn Titan? Hier, Titan einmal rüber. Ansonsten haben wir hier kein Titan mehr, glaube ich. Nö. Kobalt nehmen wir noch mit. Und Silizium haben wir gerade einen neuen Schrank gemacht. Nehmen wir auch mal mit. Gut, das passt.
Schön, man kann sich halt bedienen wie in so einem, ja, Einkaufsladen. Das ist natürlich schon nett. Gut. Das passt. Schauen wir schnell. Jawohl, kann ich bauen. Dann müssen wir jetzt unsere Wohnung finden. Das sollte zu schaffen sein. Das war hier bei den Schränken. Genau, hier. Weil ich müsste hier... Zack, eine Tür hinbauen können. Guck mal, wie cool ist das denn? Hier bei Privat. Das funktioniert ja wunderbar. Das gibt doch gleich ein bisschen mehr Atmosphäre, finde ich. Man könnte hier wahrscheinlich auch noch Türen einbauen. Will ich jetzt aber mal lassen, ich würde das nicht unterteilen. Aber es ist schon sehr, sehr nett. Gut, jetzt brauche ich nochmal 10.000 Eisen kurz. Also 10.000 ist übertrieben. Sagt jetzt nicht, dass wir kein Eisen mehr haben. Gibt's das? Wir haben sonst noch irgendwo Eisen. Ich weiß es. Oder haben wir jetzt hier doch? Ja, auch nicht in rauen Massen. Ich nehme mal mit, was wir hier haben. Sehr gut, Silizium brauchen wir aber nicht mehr. Weil ich möchte jetzt ein paar Dingens bauen. So Gestelle noch ganz kurz. So, du kannst mal rüber. Du kannst rüber. Und Titan brauchen wir auch gerade nicht mehr. Aber Titan müssen wir tatsächlich gucken, dass wir da wieder ein bisschen mehr haben. Ganz klar. Gut, also gehen wir schnell raus. Eisen habe ich. So, sonst haben wir alles gemacht, glaube ich, soweit. Jetzt bin ich wieder oben bei den Heizungen. Also, schnell hier lang. Einmal hier. Ich könnte eigentlich nochmal schnell trinken. Durst hat man dann doch immer. Gut. Ah, Lada. Ja, jetzt muss ich gestehen. Was wollte ich denn jetzt hier? Die Gestelle, genau. Jetzt habe ich es gerade wieder gesehen. Die hier. Ja, wohin mit euch? Das ist ein bisschen die Frage. Hier passen die gar nicht runter. Ja, irgendwo kommt dann wahrscheinlich der Bereich, wo sie drunter passen würden, wenn wir ein bisschen mehr Höhe hätten. Ne, guck mal, das geht gar nicht. Also, dass das ein bisschen fliegt hier, das ist sozusagen ja nicht unbedingt gewollt, aber hier wird es gehen. Geht eben doch. Ist interessant. Okay, einmal so. Zack, einmal so. Okay, dann ist es ein bisschen abgestützt und jetzt kann ich es vielleicht doch plötzlich hier auch hinmachen. Ja, das passt automatisch die Höhe an. Okay, warum ging das denn vorher nicht? Wahrscheinlich irgendwie falsch das Ganze gehandhabt. Nee, aber gefällt mir nicht, weil es ist irgendwie gesucht. Wisst ihr, wie ich meine? Nee, lass ich. Da die Stützen, nee, guck mal, die sind ja auch. Entsteht hier gerade ein See? Das sieht irgendwie aus, als würde hier nochmal Wasser irgendwie, Achso, es regnet halt, ist nass. Nee, wisst ihr was, das gefällt mir nicht. Ich zerlege die wieder. Dann lassen wir das. Also ich finde es okay, so wie es ist. Gut, dann müssen wir jetzt aber das Eisen nochmal loswerden. Beziehungsweise ich düse nochmal ganz, ganz kurz hier hin. Hier oben hin und nehme mal mit, was wir hier noch haben. Und fülle damit nochmal schnell die Schränke. Jawohl, da ist nämlich auch ganz viel Eisen dabei. Uff, okay. Kann ich noch was essen? Jawohl. Sauerstoff brauchen wir nicht, aber ein Slot haben wir wieder. Wir düsen wieder zurück. Und werden nochmal kurz die Schränke füllen. Und zwar hier beim Eisen war das. Jawohl. Da haben wir in rauen Massen Eisen gekriegt. Mal kurz den noch hier, damit wir alle beisammen haben. Eisen hier rüber. Kobalt haben wir nochmal ein bisschen. So, Kobelderich. Und der Rest, ja gut, da haben wir noch Magnesium. Ja, da haben wir noch Platz. Kommt auch rüber. Und vielleicht doch schnell beim Uran noch gucken. Ja, haben wir auch noch Platz. Bei den Samen haben wir keinen Platz, da muss ich gar nicht gucken. Bei den Raupen auch nicht. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Cool gewesen, finde ich, der Ausflug wegen dieser fetten Raupe, beziehungsweise diesem Schmetterling, den wir da gefunden haben. Die Schmetterlingsraupe mit 600%. Das haut hoffentlich ordentlich rein. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen Spaß gemacht und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.